Joachim Löw ganz experimentierfreudig, notgedrungen. Der Bundestrainer wird die anstehende US-Reise der Nationalmannschaft nutzen müssen, um auszuprobieren. 15 Stammkräfte werden unter anderem aufgrund des deutsch-deutschen Champions-League-Finals fehlen, ebenso die Spieler von Real Madrid. Diese ganze Absagediskussion in diesem Kontext ist eigentlich für mich völlig unsinnig. Und eigentlich die nicht mitgehenden, nicht mitreisenden, ja, das ist eigentlich irrelevant, weil ich nicht wie ein Buchhalter da sitze in den letzten Wochen und eine Liste mache und aufschreibe und nachher aufzähle, wer nicht dabei ist, sondern für uns gilt es ganz einfach auch aus diesen Gegebenheiten, die wir haben jetzt und aus dieser Konstellation das Maximale herauszuholen. 4 Nationalmannschaftsneulinge stehen im Aufgebot für den US-Trip. Die Leverkusener Wollscheid und Sam, der Freiburger Max Kruse und der Mainzer Nikolai Müller. Zudem noch 5 Rückkehrer. Von Resterampe ist spöttisch die Rede. Löw weist die Kritik an der Reise zurück. Wir sind beim DFB kein Zirkus mit einem täglich wechselnden Programm, sondern wir haben das schon auch eben auch einkalkuliert. Und ich denke, dass diese Reise für uns ganz, ganz wichtig sein wird, insgesamt auch in dieser Konstellation. Eine sportlich fragwürdige Nationalmannschaftsreise. Immerhin die 4 Neulinge können dank der großen Personalnot auf ihr Debüt hoffen.